Hallo und herzlich willkommen bei der Erlebbar. Mein Name ist Sebastian und diesmal geht's ums Kerzenziehen. Wenn ich mit so einer Kerzenwerkstatt unterwegs bin, dann halte ich normalerweise drei Verfahren vor. Tauchen von eigentlich fertigen Kerzen für, sagen wir mal, die etwas kurzweiligeren Zeitgenossen und Gießen für die, die es ein bisschen aufwendiger mögen. Und das, worum es jetzt geht, das Kerzenziehen, na, dafür braucht es schon etwas mehr Geduld. Die Vorbereitungen sind grundsätzlich immer gleich. Am wichtigsten ist mir dabei der Sicherheitshinweis. Das Wachs schmelze ich immer in einem Wasserbad, damit das leicht entzündliche Zeug nicht in Flammen aufgeht. Ausführlicher zu den Vorbereitungen lasse ich mich an anderer Stelle aus, inklusive Hinweisen zu Wachssorten und Dochten. Apropos Dochte, damit geht das Kerzenziehen los. Die Wahl von so einem Docht ist auch für professionelle Kerzenhersteller wohl nicht immer ganz einfach. Ich nehme da eine Abkürzung. Ich wähle Flachdochte mit 3x9 Fäden. Die haben den Vorteil, dass die Brennrichtung am Ende egal ist und die reichen für Kerzen bis ungefähr 40 mm Durchmesser. Und das ist erfahrungsgemäß auch völlig ausreichend. Für dickere Kerzen kann man auch dickere Dochte nehmen, aber na, du wirst gleich schon mitbekommen, so dicke Kerzen macht man nicht nebenbei. Heißt, du solltest fürs Ziehen mindestens 30 Minuten pro Kerze einplanen. Dabei habe ich die Schmelzzeit von auch ungefähr 30 Minuten noch nicht mitberechnet. Und ich sag mal so, breitere Dochte habe ich bisher nie gebraucht. Los geht's. Zuerst einmal eine Schlaufe knoten. Die ist dazu da, um die Kerze hinterher aufhängen zu können. Und dann den Docht großzügig abschneiden. Beim ersten Tauchgang den Docht ungefähr 30 Sekunden in das geschmolzene Wachs eintauchen, damit der Docht sich in Ruhe vollsaugen kann. Ab dann gibt es einen Standardrhythmus zum Kerzenziehen, und zwar eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Du ahnst es jetzt schon, Geduld wird gefragt sein. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen. Du siehst, mit welcher Rasanz die Kerze an Umfang zunimmt. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen. Wenn der Docht sich so kräuselt, und das tut er normalerweise, dann einfach wieder kerzengerade ziehen. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Clevererweise über der Bockwurstdose abtropfen lassen. Am besten auch vom Herd runternehmen. Dann hast du hinterher ein bisschen weniger Arbeit beim Saubermachen. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Meistens entsteht dabei so eine Tropfenform. Dann kannst du die Kerze mal ein ganz kleines bisschen länger im Wachs lassen, damit die oben etwas mehr Wachs annimmt und gleichzeitig unten schon beginnt abzuschmilzen. 1,1 Sekunden hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Das mit dem Abkühlen funktioniert natürlich bei niedrigerer Umgebungstemperatur schneller. Ist doch klar. Deshalb mache ich so eine Kerzenwerkstatt ja auch vorzugsweise im Winter und dann draußen. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Länger drin lassen hilft dir übrigens nichts, ne? Hast du schon gemerkt? Das führt ganz sicher nicht zu schnellerem Kerzenwachstum, gell? Verstehst du? Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Aber wenn du das unbedingt ausprobieren willst, mach nur eine Minute hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Vielleicht hast du mal solche Gestelle für mehrere Kerzen gesehen. Damit geht sowas natürlich schneller. Aber mir geht es ja hier ums Machen, um das Erlebnis, wie so eine einzelne Kerze entsteht. Ich will ja keine Kerzenfabrik eröffnen. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Zwischendurch mal Pause zu machen, ist übrigens auch völlig okay. Dafür haben wir ja die Schlaufe gemacht, da kann man die Kerze dann auch mal aufhängen. Und das schadet ja auch nicht, zwischendurch mal richtig abzukühlen. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Manchmal wächst so eine Kerze auch nach unten. Ja, da kannst du den Wachs auch durchaus zwischendurch mal abschneiden, bis du auf den Docht stößt. Eine Sekunde hinein, 30 Sekunden abkühlen lassen. Tauchen funktioniert übrigens prinzipiell genauso. Eine Sekunde hinein,
30 Sekunden abkühlen lassen. Geht nur eben viel schneller. Eine Sekunde hinein. 30 Sekunden abkühlen lassen. Und das machst du so lange, bis du irgendwann der Meinung bist, mein Werk ist fertig. Dann brauchst du nicht mehr eine Sekunde hinein und 30 Sekunden abkühlen lassen, sondern dann legst du die Kerze auf Backpapier und dann kannst du den Fuß mit einem scharfen Messer zuschneiden, bis du eben auf den Docht stößt. Gerne kannst du dann die Schnittkanten entgraten, dann flutscht die Kerze besser in den Ständer oder sowas. Und dann kannst du die Kerze, solange die noch warm ist, kannst du die auf dem Backpapier auch ein bisschen rollen, so wie mit Teig oder mit Knete. Und mit etwas Feingefühl wird die dann etwas glatter und gleichmäßiger. Bei allem Feingefühl und allem Rollen wird das natürlich keine 0815 Industriekerze, ist doch klar. Gut, und dann aufhängen und vollständig durchhärten und abkühlen lassen. Ein exquisites Weihnachtsgeschenk, wenn man denn das Anzünden nach dem ganzen Aufwand hinterher noch übers Herz bringt. Zum Abschluss kannst du so eine fertige Kerze natürlich auch tauchen. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, darf ich dir noch eine Anregung ans Herz legen. Sozusagen die Extension der Kerzenwerkstatt. Das sind so Schwimmlichter, inspiriert, wenn du so willst, durch historische Öllampen. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Sicherlich gibt's noch einiges, was man zum Kerzenziehen mehr sagen könnte. Über deine Anregungen, Hinweise, Korrekturen und weiteren Ideen würde ich mich jedenfalls sehr freuen. Ansonsten findest du weitere Anleitungen zum Nachselber und Bessermachen im Internet unter www.erleb-bar.de. Alles natürlich auf Machbarkeit und Spaßfaktor selbst getestet.